Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge Leben wie Profis. Ich bin hier in Bittenfeld in der Halle und wir haben gleich Finn und Patrick dabei. Heute dreht sich alles ums Thema Schnelligkeit und wie man mit diesem Sensor und weiteren Sensoren schneller wird im Handball und auch sonst im Sport. Freut euch drauf. Okay, Patrick, Finn, vielen Dank, dass ihr heute dabei seid. Heute geht es ums Thema Entscheidungsverhalten, Reaktionsfähigkeit, Schnelligkeit. Das sind die Sachen, die wir heute trainieren wollen. Den ersten Versuchsaufbau haben wir schon vorbereitet. Ihr seht die Sensoren, die gleich in der Farbe der Hütchen ausstrahlen werden. Wir fangen mit einer Ampel an, also rot, gelb, grün, und dann geht's los. Und euer Ziel der Übung ist es, eure Aufgabe, positioniert bitte die Farbe des Hütchens korrekt hinter der Farbe, aus der der Sensor strahlt. Und dann geht es schon auch um Geschwindigkeit. Ja? So wie ihr das seht, zack, umschalten, auslöschen, einmal drüber wischen, auslöschen, reicht. Patrick fängt an, würde ich sagen. Gerne. Ah, es war schnell. Ey. 20 Sekunden, Profi. Ich schau mal ganz kurz. Profi 36, 28. Das ist unschlagbar. Der junge Athlet war ein bisschen schneller. Jetzt würde ich sagen, bauen wir schnell um, damit ihr auch noch in unterschiedliche Richtungen gucken müsst. Elena passt von da und ich passe von hier. Ich passe von Finn und Elena passt von da. Und wann wird gepasst? Ihr passt. Ihr müsst zu uns gucken und wir schauen, also dass wir euch so anspielen, dass ihr die Übungen durchführen könnt, aber halt, dass ihr abgelenkt seid durch unsere Pässe. Ja. Ich starte jetzt nur auf Start, ich gehe gleich wieder hier, okay? Wir machen wiederum 20 Wiederholungen. Okay. Aber wenn ich auf Start jetzt drücke, geht es sofort los. Das heißt, es geht sofort mit den... Ampel, sofort Augen gar nichts. Und du schaust dir die zwei, die zusammenpassen, gleich okay. an. Durch. War schon. Zwei Fehler und 26. Zwei Fehler? Nein. Okay. Bin schnell, gut, 21 nach 9. Man sieht, bei dir ist Doppelblock, der ist auf jeden Fall Bestandteil in der Abwehrarbeit. Alles klar, danke euch. Man könnte es jetzt immer ein bisschen schwieriger noch machen, das heißt, eventuell schaut ihr euch zum Beispiel die Farbkombination an, dann kriegt ihr einen Pass. Ja, also das ist jetzt steigerbar bis ins Unendliche, wir würden es jetzt dabei belassen. Auf jeden Fall. Gutes Verfahren, periphere Szenen, 6 Lichter nebeneinander, einen Schritt weiter zurückgehen. Und dann müssen die Augen arbeiten, ähnlich wie bei der Abwehrarbeit auch. Du siehst, von da kommt gerade einer, musst aber deinen Kreislauf irgendwie noch im Blick behalten. Das sind die Dinge, die man mit solchen Sachen trainieren kann. Also ihr seht beim Hinteren immer das Licht und ihr sollt das gleiche löschen, was hier vorne steht. Ja, okay.
mit hoher Belastung wäre es Abwehrarbeit. Du stehst weiter weg, siehst es und ja, musst hin. Sidesteps vor. Ihr könnt euch jetzt so dazwischen positionieren. Und machen einen Schritt, ne? Schritt und dann. Ich glaube, das reicht dann. Okay, wir machen 15 Treffer und gucken, wie die Zeit bleibt. Bin bereit, ja. $22,95, Finn, du darfst. Bravo, Finn. Sehr gut. Bravo, Finn. Das ist immer, nee, das ist immer der zweite Durchgang. Das ist immer einfacher, ja. Das war am Anfang schon so. Darfst du dem Finn oben Pässe zuspielen? Okay. Du gehst, je nachdem, welches Licht leuchtet, mit zwei Kontakten frontal zum Patrick, also Patrick steht hier, durch die Leiter durch. Je nachdem, wo es leuchtet, so. Da musst du dich durchbewegen, aber halt immer mit zwei Kontakten durch die Leiter durch und immer anspielbereit. Ich stehe hier und los. Ja, du gehst Leiter durch. In der Leiter. Ach so, okay. So, dann leuchtet zum Beispiel hier, du läufst dann immer mit zwei Kontakten hin, löscht mit dem Fuß raus und dann wird es vielleicht da drüben. Ja. Ey. Ein Spieler war bereit. Bin bereit. Ja, Jungs, wir haben jetzt verschiedene Übungen zusammen gemacht. Meine erste Frage an Anzug, wie definiert ihr für euch Schnelligkeit? Ich meine, über Schnelligkeit wird viel gesprochen. Was gerade in Bezug auf Handball, was bedeutet für euch Schnelligkeit? Patrick, vielleicht fangen wir mit dir an. Ja, Schnelligkeit ist sehr wichtig in unserem Sport, ganz klar. Wobei ich Schnelligkeit nicht nur nachher der Ausführung definieren würde, sondern auch Timing. Das hat dann mit dem Reiz aufzunehmen, weiterzugeben. Alles im Gehirn, von daher ist es, glaube ich, eine Komponente an sich, die Sache schon auszuführen, aber Schnelligkeit ist viel größer definierbar, aber sicherlich in unserem Sport sehr, sehr wichtig. Das heißt, Finn, ihr steuert das wahrscheinlich auch über Maximalkraft an, im Schnellkrafttraining, im Kraftraum, da geht es nämlich darum, die Muskulatur darauf vorzubereiten und dann geht es um den Transfer in der Halle. Macht ihr sowas so wie beispielsweise wie jetzt heute oder gibt es auch andere Trainingsformen, die ihr dann da im Training umsetzt? Genau. Auch im Mannschaftstraining dann in der Halle? Ja, wir machen hier später von dem Athletentraining, machen wir das dann. Da haben wir auch ähnliche Übungen wie hier. Vielleicht ein bisschen weniger für den Kopf, sondern doch schon auch für den Kopf, aber auch wenn doch natürlich die Schnelligkeit an sich gefragt ist und im Training. Machen wir das von Grund auf in der Abwehr, im Gegenstoß, überall hatten wir diese Bewegung da, dann kriegen wir das dann, denke ich, sowieso auch dann. Natürlich, wenn die Übungen mit ein bisschen Spielreiz versehrt werden, so wie das heute der Fall war, dann findet man gleich ein bisschen mehr Spaß und nimmt das anders auf, auch wenn es nachher natürlich den gleichen Zweck hat. Ja. Wenn es ums Spiel geht und um eure Positionen, ihr habt unterschiedliche Positionen, wie müsst ihr entscheiden oder wie definiert sich die Qualität von euren Entscheidungen und wie unterscheidet sie sich vielleicht auch von einem Außenspieler wie dir hin zu einem Freiwurfer und Innenblockverteidiger wie dir? Wie kann man das greifen? Ich glaube, nachher reduziert sich doch immer irgendwie auf dasselbe. Ich glaube, jeder hat seine Aufgaben, muss innerhalb seiner Aufgaben schnell handeln, sich schnell bewegen. Innenblock sind es vielleicht muss ich raus in Kontakt, muss ich doch blocken. Als Außenverteidiger ist es vielleicht eher das
gehe ich Risiko und klaue mir den Ball oder sehe, dass der Ball in der Luft ist und schaff's, oder wann gehe ich zum Gegenstoß ab? Und daher glaube ich, ist es nachher positionsegal, sage ich mal, weil es auf jeder Position nachher drauf ankommt, wie schnell ich bin, was Reaktion und nachher aussieht. Also ich denke so aus der Sicht von einem Abwehrspieler, der jetzt vielleicht mehr 1 gegen 1 verteidigen muss, merkt man dann schon doch die Verbindung zu den Sachen heute, wo man halt sehen muss, okay, was macht jetzt der Angriffsspieler, um darauf zu reagieren, hier schnell zu sehen, geht er zur Hand, geht er gegen die Hand, kommt er durch einen Schlagwurf über den Kopf, schnell dann was anzupassen. Das hat dann doch auch viel mit Reaktionsfähigkeit zu tun. Die richtige Entscheidung im richtigen Moment treffen, wenn wir uns die Spieler in der Bundesliga mal anschauen, wer ist eurer Meinung nach so der beste, jetzt mal vielleicht auf den Angriff bezogen, da können wir es einfach greifen, wer ist der beste Entscheider so für euch gerade? Ich glaube, das ist so Sarkos und Jim Gottfriedsson. Ich glaube, die beiden machen schon sehr, sehr viel richtig an die Schmied die vergangenen Jahre. Ich glaube, das sind so wahrscheinlich die großen drei, die zu einer hohen Wahrscheinlichkeit die Entscheidung treffen. Davon lebt auch eine Mannschaft, aber letztendlich kommt auch auf das Verständnis untereinander an. Absolut. Ich glaube, das ist immer ein Zusammenspiel von vielen oder mehreren Faktoren. Der andere muss in dem Moment vielleicht auch den ähnlichen Gedanken haben, den Laufweg schon so zu wählen. Danach einen Vorteil auszuziehen. Jetzt geht es nochmal kurz ums Training. Ich finde, du warst relativ lange in so einem Reha-Prozess. Wenn du jetzt dich vielleicht erinnerst, glaubst du, dass dein Entscheidungsverhalten, deine Schnelligkeit in Bezug auf Handball in der Phase auch gelitten hat? Und war das dann besonders schwierig, nachdem du zurückgekommen bist, das wieder irgendwie zurückzuerlangen? Oder hast du parallel Übungen, wie zum Beispiel so ähnlich wie heute gemacht, um dann gleich auf höheren Stand zu sein? Also ich glaube tatsächlich, dass ich das im Handballspezifischen, was du jetzt gerade gemeint hast, Timing, Stellung, dass wir da natürlich ein bisschen rausgekommen bin nach da 6 Monaten, denke ich, dass es ganz klar ist, wo ich mich dann ganz klar, glaube ich, dafür verbessert habe, ist diese reine Schnelligkeit ein bisschen. Natürlich, wer Zeit hat, ist dann hier zu trainieren. Und ich bin auch glaube auf einem ganz guten Weg, jetzt gerade das wieder so ein bisschen zu kombinieren. Sieht es ganz gut aus, denke ich. Super. Und abschließende Frage an dich. Du bist jetzt schon relativ lang dabei, bist noch gar nicht so alt, aber schon ewig dabei gefühlt. Das Spiel hat eine gewisse Entwicklung erfahren. Wie siehst du es mit der Schnelligkeit über die letzten Jahre? Hat sich das verändert? A, was das Training wird anbelangt, aber auch vielleicht so im Spiel. Hat sich da was getan? Ja, ich glaube schon. Also zum einen sind die Trainingsmethoden heutzutage doch dann auch andere und teilweise komplexer in ähnlichen Formen, wie wir das heute gemacht haben. Das sieht man schon, eine reine Trainingsentwicklung. Aber auch das Spiel, also gerade der Handball in Deutschland ist ja ein sehr physischer Sport, aber hat sich in den letzten Jahren sicherlich auch taktisch weiterentwickelt. Und von daher ja, haben sich da schon ein paar Sachen verändert. Wunderbar, dann wünsche ich euch schnelle Beine, schnelle Köpfe für die nächsten Spiele, gute Entscheidungen und viel Erfolg. Vielen Dank. Bis dann, ciao. Ciao. Ja, Finn und Patrick sind fertig mit ihrem Schnelligkeitstraining, haben jetzt gleich mit der Mannschaft die nächste Einheit. Ich hoffe, euch hat es heute gut gefallen und wir hatten interessante Inhalte für euch. Wenn ihr mal so ein Training machen wollt, als Mannschaft oder auch als Verein aus dem Rems-Murr-Kreis oder aus Ludwigsburg, dann meldet euch bei uns per Direktnachricht und dann kommen wir vorbei und machen sowas mit euch. Und ansonsten bleibt gesund und alles Gute. Ciao.